Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Horse Reality am Dienstag. So, am Ende der Folge gibt es natürlich noch wieder die DP-Spenden. Jetzt möchte ich aber erstmal schauen, ich habe nochmal einige Pferde für den Verkauf, die ich reinstellen möchte. Und es sind wirklich einige. Es sind wirklich einige, wie ihr hier seht. Und was ich mit diesem Fohlen mache, das weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Denn es ist wirklich nicht gut. Es hat 5 Average und nur ein Very Good. Die Farbe ist geil, ja, aber das war es eigentlich auch schon. Dieses Isländer Stutfohlen. Und ja, deswegen ist es halt gerade echt ein bisschen schwierig. Die anderen Pferde möchte ich euch jetzt aber gerne mal noch vorstellen. Ich habe noch nicht für alle einen Namen. Zum Beispiel für diesen Hengst nicht. Für diesen sehr, sehr schicken Trakehner-Hengst mit 685er GP. Das ist echt ein Mega-Wert meiner Meinung nach. Also das ist wirklich, wirklich toll. Er ist Tobiano und dunkelbraun an sich, also ein sehr, sehr schöner Hengst. Er hat leider 2 Average und ein Very Good. Ich habe ihn noch nicht irgendwie getestet, aber er ist schon ganz, ganz schicker eigentlich von Quintessence und von Obi Rose. Deswegen würde ich ihm auch irgendwie einen Namen mit O geben. Orbit finde ich eigentlich ganz cool. Orbit finde ich geil. Orbit ist ein echt cooler Name, meiner Meinung nach. Und dem würde ich das jetzt hier mal eintragen, was er hier so hat. Ja, GP 685, das ist halt wirklich der Teil, mit dem er punkten kann. Ich schreibe jetzt einfach mal nur das TO rein, weil das halt interessant ist. Er hat ein Very Good und dann hat er noch 9 Good. Oh, das war mein Handy, was den alten ICQ-Sound hat. Und das stelle ich jetzt einfach mal für 2 Tage rein. Ich nehme gerade am Sonntag auf. Das heißt, ihr habt jetzt noch bis zum Nachmittag 3:15 Zeit circa. Ich weiß, es ist jetzt nicht so viel Zeit, aber ich mache das jetzt immer so, damit ich einfach wieder ein paar Pferde weniger im Stall habe. Zwischendrin sehen es ja vielleicht auch schon Zuschauer, dass ich Pferde im Verkauf habe oder auch normale Spieler, die einfach über die Pferde stolpern, weil man sie ja im Verkauf sieht. Ich würde den jetzt für 3.000 Startpreis reinstellen, finde ich oder denke ich, ist nicht zu viel verlangt für ein Pferd mit einem derart guten GP und auch noch einem schicken Aussehen. Am ehesten für Dressur geeignet, möglich wären aber auch Springen, Western, Vielseitigkeit oder Rennen. Also sehr interessant von der Begabung her, muss ich sagen. Auch wegkommen wird dieser kleine Mann hier, dieser braune Quarter Horse Hengst von Silver Obsidian Dream. Ich finde den einfach nur so unheimlich schön, hatte ich ja schon mal erzählt. Ein absoluter Traumhengst, 635er GP, der hat auch 2 Very Goods, also der ist echt nicht schlecht. Dem könnte ich eigentlich mal ganz kurz, dem gebe ich jetzt mal einen Namen. Wie nennen wir denn? Irgendwas mit S würde ich nehmen. Was machen wir denn mal? Wir können ja... Muss dann das Silver Star hin? Ich glaube ja, oder? Ich bin mir nicht sicher. Machen wir Silver Sun draus. So. GP 635 ist okay, aber jetzt nicht zum Niederknien. Er ist ein ganz normaler Brauner, hat aber eben die 2 Very Good und die 10 Good. So, und dann würde ich ihm jetzt mal einen Halfter drauf ziehen. Ihr bekommt übrigens die Halfter von mir immer mit dazu. Also wenn jetzt ein Pferd einen anderen Hintergrund hat, den lasse ich nicht dabei, aber die Halfter, die verkaufe ich immer mit. Weil die sind jetzt nicht so super teuer und ich finde, da brauche ich jetzt nicht irgendwie Pfennig zählen. Das ist Quatsch, meiner Meinung nach. So, und was hat er denn jetzt? Bin ich mal gespannt. 77,092 nur. Okay, da hätte ich nicht mit gerechnet. Das heißt, dann habt ihr auch Glück, dann stelle ich den nämlich ein bisschen günstiger rein. Den stelle ich dann mal für einen 2000er Anfangspreis rein.
So. Dann kommen wir zu diesem sehr, sehr schicken Hengst. Oh Gott, ja, ihr seht, ich habe mich wieder länger nicht drum gekümmert. Aus Kasha und Fine Fritz. Ihr seht schon, er hat Splash White 1. Er hat nämlich ein blaues Auge. Der hat auch noch keinen Namen. Es ist der Hengst ohne Namen. Doppel Cream, Doppel Splash White 1 hat er, aber das wird man nicht großartig sehen. Aber das ist natürlich trotzdem interessant wegen den Genen vom Vererben her. Das muss man ganz klar sagen. 619er GP, für Dressur geeignet und er hat sogar einen Very Good. Also ich würde ihm jetzt auch mal noch einen Namen geben. Und dann machen wir, ich nenne ihn einfach mal CR SW1. Dass er einfach einen Namen hat. Das möchte ich nämlich definitiv, denn ansonsten ist es so doof, wie gesagt, mit dem Halfter draufziehen. So, dann könnt ihr euch selber einen Namen überlegen. So, Welsh Pony. Oder mir fällt gerade ein, vielleicht hatte ja der andere Hengst die Hufe schon nicht mehr gut. Kann ja sein, weil die sind ja schon eine ganze Weile hier bei mir. Nee, die Hufe waren aber noch okay bei ihm, also da muss ich nichts überprüfen. Ich gucke jetzt aber mal hier. Ich habe heute noch gar nicht geguckt, was ich für neue Fohlen bekommen habe, fällt mir gerade ein. Ich habe noch nicht durchgeschaut. Ich glaube, ich weiß es nicht, wie viele das sind, ob das jetzt alles neue sind, keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, gut. Und dann können wir den nämlich jetzt auch mal reinpacken. In die Confirmation Show, damit ich weiß, wie der abschneidet und damit ihr das auch wisst. 81,451, das heißt, er hat definitiv schon mal First Premium. Das heißt, ich bin mir auch relativ sicher, dass der gut in Star Predicate schaffen wird. Dann 619er GP, dann, wie gesagt, CR, Doppel Splash White 1, muss ich da unten jetzt nicht nochmal eintragen, das habe ich oben schon gemacht. Ein Very Good und Elf Good entsprechend. Das ist schon echt ein Schicker. Und den würde ich mal reinstellen für einen Startpreis von 20.000. Den stelle ich mal für einen Startpreis von 20.000 rein, weil man wird das Splash White 1, das Doppelte, bei ihm nicht wirklich sehen. Das sage ich euch vorweg. Aber wenn ihr jetzt irgendeine andere Stute, die auch Splash White 1 trägt, von ihm decken lassen werdet, dann ist es eine sehr, sehr hohe Chance, dass ihr dann eben das Glück habt, dass ihr das nicht unbedingt mit dem Cream habt. Beziehungsweise, dass man dann eben auch die Scheckung sieht. Es sei denn, die Stute hat jetzt auch Cream. Das würde ich euch jetzt vielleicht nicht empfehlen. Ansonsten habt ihr wieder das Problem. Aber sehr interessant. Noch interessanter, vom Körperbau her leider nicht ganz so gut, ist dieser Hengst. Denn das ist ein Sabino-Hengst. Er ist ein Sabino. Hat aber hier eben leider zweimal Average drin und hat einmal Second Premium nur mit 72,465. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Sabino und wir schicken ihn nochmal in die Confi rein. Wir schicken ihn nochmal in die Confirmation Show rein. Ich glaube nicht, dass das jetzt sich großartig ändern wird, aber ich haue ihn einfach trotzdem nochmal rein. Der kann schon nochmal zeigen, was er kann. Aber es geht hier tatsächlich eigentlich mehr um die Farbe. Was hat er? Diesmal 74,038. Das heißt immerhin schon mal 2 Punkte besser. Also, GP von 612 ist auch in Ordnung. Er hat die 10 Good. Und er hat Cream. Cream hat er auch noch drin. Warte mal, machen wir CR und Sabino. Wie gesagt, ich habe für Sir Jamie, der hat 2 Gut mehr. Habe ich, wie viel hatte ich bezahlt? Ich glaube 250.000 hatte ich für ihn bezahlt, sofort Kaufpreis. Ich werde bei diesem Fohlen werde ich hoch anfangen, das habe ich euch gesagt. Der hat jetzt nicht die allergeilsten Werte,
Trotzdem werde ich wegen der Farbe ihn für einen Startgebotpreis von 100.000 Credits reinstellen. Also das ist die Sabinos, die werde ich nicht günstig verschachern. Definitiv nicht. Die gebe ich nicht unter Wert weg. So, und das hier ist ein Hengst, der hat, der trägt das Sabino-Gen. Der hat das nämlich väterlicherseits drin. 597er GP. Er hat das Cream-Gen noch drin, ist aber eigentlich, ja, es wird nicht durchkommen. Er hat einen Very Good. Den habe ich noch gar nicht getestet, den kleinen Mann. Den werde ich aber auch verkaufen. CR. Und dann schreibe ich mir noch Sabino Sun rein. Also nicht im Sinne von Sonne, sondern im Sinne von Sohn. So, der bekommt jetzt auch einen Halfter drauf. Confirmation Show. Wir haben nicht mehr allzu lange Zeit bei den Welshies, aber das ist jetzt auch nicht so die Tragik. Ich stelle jetzt nur die rein, die ich als Auktion reinstelle. Ich werde zwischendrin auch noch andere reinstellen, die verkaufe ich dann aber so. Der hat jetzt im ersten ein 78,553. Der kann also durchaus auch noch besser werden, aber muss nicht, ne? Muss nicht unbedingt zwingend. So. E und CR hat er. Ein Very Good Elf Good. So. Den stelle ich mal rein für einen Startpreis ja, 20.000 finde ich hier eigentlich zu viel. Mach mal 15.000. Aber er trägt halt dieses Gen in sich. Um das Sabino-Gen mache ich persönlich tatsächlich einen Riesentanz. Ob es das jemandem wert ist, das muss man selber entscheiden. Hier mit den Vieren überlege ich mal noch, was ich mit den Oldenburgern mache. Ich gucke jetzt gerade nach den Welshies. Hier unten sind auch noch drei Stuten, die das Sabino-Gen tragen. Das heißt, wenn ihr die jetzt decken lassen würde, zum Beispiel von einem wie Sir Jamie, dann werden die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Sabino-Fohlen bekommen. So, auch dieser Hengst trägt das Sabino-Gen und der hat dreimal Very Good. Einmal Average auch, aber, ne? So, was haben wir hier? Was machen wir hier? Der hat einfach nur E. Ich hätte das eigentlich eben anstatt Sun hätte ich Sabino Carrier machen können. Aber gut, habe ich vergessen. Da gucken wir jetzt auch mal noch, wie der sich schlägt. Das habe ich nämlich noch nicht getestet. Und die anderen teste ich nämlich, glaube ich, gleich auch nochmal. Die müssten aber, meine ich, schon einen Halfter drauf haben. So. Guck mal, der hat 80,924. Der wird wahrscheinlich auch ein Star-Predicate bekommen. Na, also der hat hier, können wir schon einen First reinschreiben. GP von 624 ist auch nicht falsch für einen Welsh Pony, echt nicht. Dann, wie gesagt, die dreimal Very Good. Dann müsst ihr dann auch achtmal Good haben, ne? 3, 4, ja, 8 mal gut. Okay. Den stelle ich jetzt aber tatsächlich für die 20.000 rein, weil der halt das Gen trägt und er hat eigentlich auch eine ganz gute Konfi. Ob er dafür weggeht, das ist halt wieder was anderes. So, und die drei Stütchen, die gucke ich mir jetzt auch mal noch an mit euch gemeinsam. So, ja, genau, schaut mal, die haben nämlich schon einen Halfter drauf. Die testen wir jetzt auch nochmal, dann stelle ich die schon rein. Und dann wollte ich gleich mal noch gucken. Ich habe vor, meine Isländerzucht ein bisschen das zu ändern, was ich gerade da tue. Das heißt zu ändern, ein bisschen anders zu züchten. So, also hier, Welsh Pony Society, ich aktualisiere mal, weil dann sind die drei Grazien jetzt alle unten. Also wie gesagt, eigentlich, es ist halt
Ein Fohlen, was das Sabino-Gen trägt, ist eigentlich immer als Stute angenehmer, wenn man das hat. Denn dann kann man, wie gesagt, mit der Stute züchten und kann sich relativ sicher sein, dass es klappen wird. Die haben 78,79, 78,175 und 75,493. Also sie hier ist am schlechtesten von allen, hat auch leider zweimal Average. Wir haben hier ein 611er GP. Ist ansonsten nichts weiteres Spannendes. Wir haben 10-mal Good. Würde ich eben, weil sie das trägt, aber vom Körperbau her nicht so super toll ist, auf 8000 starten lassen. Dann haben wir den nächsten Carrier mit Silver. Was haben wir für ein GP? GP 609. Ist natürlich auch nochmal schön mit Silver. Sie wird auch sehr hübsch werden, wenn sie groß ist. So, dann hat sie Silver. Schreiben wir nur das Z rein. Und sie hat auch ein Very Good. Ein Very Good, 10 Good. Hat auch noch kein First Premium geschafft, leider. Die würde ich bei 10.000 starten lassen. Oder machen wir mal 11, weil sie auch noch das Silvergen drin hat.